Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Geht wieder bei Null los. Und da müssen wir halt sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Hopp. Und den nächsten Letzten. Hopp. Hop. Aktiv. Kick es auf. Kick es auf. Die Offenbacher Fitness Company präsentiert auch heute wieder You'll Never Sport Alone. Und das kam richtig gut an. Mehr als 3000 Zuschauer, das muss ich mal überlegen. Letzte Woche im Auftakt mit Francesco Lovric und Dennis Bocho, dem Co-Trainer der Offenbacher Kickers. Ja, das ist doch mal ein richtiger Hit in diesen schwierigen Zeiten. Auch mal eine richtige Ablenkung. Und ja, der eine oder andere hat vielleicht noch ein bisschen Muskelkater. Aber wir haben auch ein bisschen dazugelernt. Manches war vielleicht dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Naja, die Profis, für die war es vielleicht noch einfach, wobei auch die ins Schwitzen gekommen sind. Aber heute haben wir gesagt, das passen wir an, damit auch jung und alt so richtig mitmachen können. Also, Ronny Marcos wird heute bei uns sein. Der wird uns quälen oder auch verwöhnen, je nachdem, wie weit wir fortgeschritten sind. Und bis es soweit ist, haben wir noch ein paar klitzekleine Infos. Und ich habe ja dann versprochen, kommt auch gleich noch ein Stargast hier zu uns, André Hahn. Das ist ja schon verraten. Aber vor André Hahn wollen wir mal hören, was unser Offenbacher Mädchen, die Efren, so zu erzählen hat. Die hält ja bei Hitradio FFH die Fahne Offenbachs hoch und sie will nochmal an ein wichtiges Thema erinnern. Hier ist sie. Hallo aus dem schönen Offenbach-Bürgel. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Im Moment hören wir ja ganz oft so Begriffe wie Zusammenhalt, Solidarität und gemeinsam. Und die Begriffe gilt es jetzt in die Tat umzusetzen, auch für den OFC. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, es gibt Geistertickets zu kaufen online für verschiedene Beträge, mit denen wir die Kickers unterstützen können. Es geht also darum, einfach mal gemeinsam den Bash zumindest imaginär voll zu bekommen und damit in diesen schwierigen Zeiten eine kleine finanzielle Stütze für den OFC zu sein. Also seid so lieb, holt euch eure Tickets. Das ist so ein bisschen das Wir-Gefühl. Auch wenn wir nicht miteinander sind, sind wir auf jeden Fall beieinander. Schaut einfach rein auf der Homepage des OFC und lasst uns gemeinsam diese schwere Zeit hinter uns bringen und dass es uns allen hinterher genauso gut geht wie davor. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und hoffentlich bis bald mal wieder persönlich. Ja, da hat sie natürlich vollkommen recht, unsere Efren. Geistertickets kaufen, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist momentan die einzige Einnahmequelle für die Offenbacher Kickers, die ja kein Fernsehgeld beziehen und dennoch ja alles an Kosten eben zu bestreiten haben, Stadionmiete und so weiter. Und ihr habt mächtig toll mitgemacht. Unglaublich schnell ging es von 0 auf 1000 und jetzt sind wir bereits bei 3624 gestern gewesen. Und wenn wir heute reinschauen, da habt ihr es im Bild, 3726.
sich. Also da tut sich immer noch was und ja, da hat sich auch unser Geschäftsführer Thomas Sopotzig etwas ausgedacht. Er hat gesagt, Mensch, das wäre doch eine tolle Sache, wenn ich jedem 250. Geisterticketkäufer ein nagelneues Kickers-Trikot und jetzt kommt's, persönlich nach Hause vorbeibringe. Ist das was? Also, er hat sich dazu verpflichtet und so ist es jetzt. Und übrigens, das Gleiche gilt oder das Ganze gilt auch rückwirkend. Das heißt, 14 Fahrten hat er jetzt schon zu machen. Und da der Zählerstand jetzt bei 3.726 ist, das heißt, noch 24 Geistertickets, vielleicht kriegen wir das in dieser Sendung hin, dann könnten wir einen Gewinner küren und dann hättest du, wenn du derjenige bist, der sozusagen die 3.750 reist, auch das neue Trikot von unserem OFC-Geschäftsführer ja gewonnen. Also du würdest es bekommen, das wäre doch toll. So, und auf ofc.de, da steht alles, was ihr wissen müsst, da bekommt ihr das hin und wie gesagt, 24 Geistertickets brauchen wir mindestens noch in dieser Sendung und ansonsten immer schön reinhauen. Wem das zu schwierig ist, der kann einfach auch ein Mail schreiben an fanradio@ofc.de. Da geben wir eure Postadresse weiter, die muss reingeschrieben werden und dann machen wir das selbst. Das heißt, ihr müsst gar nichts tun. Also das ist, denke ich, ein großer Service und ihr könnt den OFC praktisch unterstützen. So, und ich habe es angekündigt. André Hahn, unser Stargast heute in der Sendung. Und wenn alles gut geht, dann haben wir ihn jetzt hier im Bild. Da ist er. Wunderbar. Hallo und herzlich willkommen. André bei uns. Servus. Ja, das freut uns sehr, dass das geklappt hat. Und ich sag mal zwei, drei Sätze zu dir, obwohl dich ja jeder kennt. Du kamst damals aus Koblenz zu uns. Und ja, wenn ich sagen würde, der OFC katapultierte dich in die Bundesliga, dann stimmt das nur zum Teil. Denn das hast du wohl selbst gemacht mit deinem Talent. Und wir haben dich noch in Erinnerung mit deiner ja, bulligen Energiekraft, die du da immer eingesetzt hast. Da hast du da schön die Seiten bearbeitet. Das hat uns richtig Spaß gemacht. Du passest so richtig in die Mentalität des OFC. Dann ging es aber weiter zum FC Augsburg, Mönchengladbach und dem HSV und jetzt bist du zurück in der Rosenau, also wieder in Augsburg. Bist ein richtiger Bundesliga-Star, aber ich könnte mir denken, vielleicht denkst du doch noch manchmal ein bisschen zurück an den OFC. Ja, natürlich. Natürlich denke ich zurück an den OFC. Wie schon gesagt, das war mein Sprungbrett damals. Gerade auch die DFB-Pokal-Geschichten, wo wir echt weit gekommen sind, haben natürlich enorm geholfen. Ich habe dem Verein viel zu verdanken und verfolge ihn daher natürlich noch. Ja, und die erste Frage muss natürlich immer sein, vorweg dann, wie geht es dir und deinen Lieben? Und wenn ich sage deinen Lieben, da ist doch was, da war doch was. Du hast ja jemand aus Offenbach mehr oder weniger mitgenommen überall hin und daraus ist ja wiederum noch was Neues entstanden. Also wie geht's dir und deiner Familie? Ja, vielen Dank. Uns geht's zum Glück sehr gut. Meine Frau kommt ja aus Rottgau. Mein Kleiner ist in Offenbach geboren, von daher haben wir natürlich eine intensive Verbindung auch in die Ecke und uns geht es sehr gut. 12 Wochen noch, dann erwarten wir unser zweites Kind. Na, das ist ja super. Wir freuen uns natürlich riesig drauf und ja, solange alles gut ist, wir alle gesund sind, dann ist auch alles in Ordnung. Und dein Kleiner ist ja kein Kleiner mehr, das ist schon großer, mit dem, was sie eben Fahrrad fahren und der ist schon 4 Jahre alt. Wird das auch mal ein Fußballer? Ja, ich befürchte schon. Ich habe versucht, das zu vermeiden, aber ich denke, dass der kleine Fußballer wird. Der wird am liebsten den ganzen Tag kicken und auch wenn ich keine Lust habe, überredet er mich doch immer wieder zum Fußballspielen. Gibt es denn manchmal so einen Heimaturlaub von deiner Frau so Richtung Offenbach noch? Ja, recht regelmäßig. Eigentlich fast immer, wenn wir Auswärtsspiele haben, fährt sie mit dem Kleinen zu ihrer Familie, damit sie nicht das ganze Wochenende alleine ist. Ja, wir sind sogar relativ... Häufig in der Ecke. Gehen, jetzt muss ich sagen. Könnte es ja bei euch bald wieder losgehen, wie man das hört. Bundesliga und Zweite Liga wollen unbedingt wieder spielen. Zur Regionalliga habe ich gleich noch ein paar aktuelle Informationen. Das werden wir uns gleich nochmal anhören. Wie sieht es denn da aus? Trainiert ihr wieder? Und wenn, wie trainiert ihr denn? Ja, wir trainieren seit 2 Wochen wieder in kleinen Gruppen, über den Tag verteilt. Ziehen uns in verschiedenen Kabinen oben, nutzen verschiedene Duschen. Achten natürlich sehr darauf, dass wir keine große Ansteckungsgefahr haben. Aber wir müssen einfach fit bleiben. Wir haben einen neuen Trainer bekommen. Wir müssen ihn kennenlernen. Er muss uns kennenlernen. Ich denke, das ist enorm wichtig. Und deswegen trainieren wir von montags bis freitags und haben dann samstags, sonntags meistens frei. Abschließende Frage noch. Was war für dich so das Highlight in Offenbach? Woran erinnerst du dich besonders gerne? Ja, natürlich eine DFB-Pokalzeit, wo wir Kräuter führt, Union Berlin. Und dann Fortuna Düsseldorf rausgeschmissen haben, war natürlich
eine überragende Zeit. Die Spiele waren auch mein Sprungbrett natürlich. Da haben viele Leute drauf geguckt, wir sind extrem weit gekommen. Haben wir sogar den DFB-Pokal überwintert und deswegen war das natürlich eine enorm schöne Zeit. André, dann sage ich dir an dieser Stelle ganz, ganz herzliches Dankeschön. Liebe Grüße auch an deine Familie und ja, bleibt gesund. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Super, vielen Dank. Ihr auch. Das war André Hahn. Vielen Dank. Und dann machen wir jetzt weiter mit der Aktualität, die uns gestern eingeholt hat. Denn da tagte die Regionalliga Südwest hinter verschlossenen Türen. Ja, dann hat sie als Ergebnis einfach mal mitgeteilt, es gibt keinen Regionalliga-Fußball mehr. Bis auf Weiteres, alles geschlossen. Wird nichts mehr geben. Sollte sich doch etwas ändern, na, dann werden wir das 2 Wochen vorher bekannt geben. Soweit. So schlecht. Ja, und ich habe mich natürlich gefragt, was sagt eigentlich da unser OFC-Geschäftsführer Thomas Sopotzik zu? Und das hier hat er geantwortet. Durch die Verschiebung des Problems nach hinten wird nichts gelöst. Wir haben in der Regionalliga das Problem der absoluten Ungleichheit eben zwischen Vereinen wie Kickers Offenbach, Alemannia Aachen, Rot-Weiß Erfurt oder auch Energie Cottbus, um nur einige Beispiele zu nennen, die am meisten davon betroffen sind, denn sie sind zum größten Teil eben von vielen Werbepartnern und vielen, vielen Fans abhängig. Das ist ein grundsätzliches Thema, das man sich annehmen muss. Ich bin der festen Überzeugung, wie einige andere meine Kollegen, wie beispielsweise auch der Markus Ulich von Rot-Weiß Essen, dass es jetzt an der Zeit ist, vielleicht das ganze Thema anzugehen und eine Strukturreform umzusetzen, dass eben dann die Clubs, sich dann in der dritten Liga sehen und auch das Ganze stemmen können, die ein Lizenzierungsverfahren in diesen Ligen bestehen können, eben die Möglichkeit erhalten müssen, zumindest so über Mehreinnahmen in der nächsten Saison den immensen Schaden, der jetzt entsteht, zu kompensieren. Ohnehin war ja jetzt schon länger eine Reform geplant, denn das Konstrukt mit den 5 Regionalligen sollte eigentlich gelöst werden. Man hat es jetzt in 2,5 Jahren nicht geschafft und ist wieder beim Status quo von vor 3 Jahren gelandet. Und jetzt, glaube ich, wird es am Ende keine andere Lösung geben, wie ihm dann in diese Richtung zu gehen und die dritte Liga dementsprechend zu erweitern. Und das, glaube ich, wird am Ende des Tages der einzige Lösungsansatz sein, wenn man jetzt das Massensterben der Regionalligisten verhindern will. Ja, soweit Thomas Sopotzik, unser OFC-Geschäftsführer. Ich meine, es ist natürlich klar und verständlich, dass wir natürlich spielen wollen und die großen Clubs, sei es Saarbrücken und überhaupt die ehemaligen Bundesligisten, auch Regionalliga Südwest übergreifend. Ich denke an Rot-Weiß Essen, Alemannia Aachen, Energie Cottbus, wie sie alle heißen, die Ex-Bundesligisten. Ja, da vielleicht ihre eigenen Interessen jetzt hier nochmal in Angriff nehmen. Und wenn ohnehin eine Reform ansteht, was die dritte Liga angeht, dann ist das vielleicht auch wirklich die richtige Strategie, sich da zusammenzutun. Denn diese Clubs erfüllen ja auch so die Anforderungen, was das ganze Umfeld angeht. Und wenn es denn vielleicht so eine zweigleisige dritte Liga wäre, wie auch immer, wir sind gespannt und wir wollen hoffen, dass es weitergeht mit dem OFC. Ja, und da sind wir eigentlich auch beim nächsten Thema in eigener Sache. Wie geht's weiter bei euch? Beim Fanradio und beim Kickers TV werden wir immer wieder gefragt, weil unsere Hörer und Unterstützer natürlich wissen, immer ab April, und jetzt sind wir gerade im April, geht es wieder los, müssen die Unterstützungsbeiträge sozusagen wieder eingesammelt werden. Wir haben ja jetzt 7, 8 Monate lang überhaupt nichts gesagt, aber wir brauchen dringend eure Unterstützung, wenn wir weitermachen sollen. Und jetzt ist diesmal etwas anders. Ja, wir wollen weitermachen. Ja, ich habe mit meinem Team gesprochen. Wir würden das tun, aber nein, wir können es nicht garantieren, weil wir wissen auch nicht, wie es weitergeht, wie es beim OFC ist eben, wann wird gespielt, wie wird gespielt und so weiter. Fakt ist, bei uns ist es genauso, auch wir haben ja die Kosten, wir haben den ganzen Aufwand zu betreiben und ihr seht es ja auch jetzt, wir geben alles, auch wenn der OFC nicht spielt, kriegt ihr regelmäßig mindestens eine, eher 2 Sendungen in der Woche präsentiert von uns. Wir blenden es nochmal im Laufband ein, das ist unsere Kontoverbindung, also es wäre ganz toll, wenn ihr uns in diesem Jahr unterstützt. Davon werden wir es auch abhängig machen, ja, ob wir weitermachen können. Wir sind festen Willens, das zu tun. Aber ja, ob das jetzt geht, ob die Partner und Unterstützer alle wieder dabei sind, unsere Partner und Sponsoren,
manchem einen steht dann auch das Wasser bis zum Hals. Wir wissen es nicht, wie es geht. Aber solange wir können, werden wir weitermachen, wenn ihr uns da entsprechend unterstützt. Und wir zählen auf euch, ganz klarer Fall. Soweit, weil wir da öfters gefragt werden, das in eigener Sache. Jetzt vom Ernst der Situation, aber wieder zu etwas Erfreulichem. Der OFC gewinnt weiter an Fans, und zwar sogar ganz, ganz junge Fans. Und das, obwohl der OFC gar nicht spielt. Jetzt könnte man vielleicht sagen, ja, vielleicht weil der OFC gar nicht spielt. Nee, also kleiner Spaß. Ja, und die Fans, habe ich gesagt, werden immer jünger. Und jetzt schaut euch das mal an, was die kleine Hanna, die ist jetzt gerade erst 5 Jahre geworden. Herzlichen Glückwunsch, Happy Birthday, liebe Hanna. Du bist ja auch bei uns jetzt hier live in der Sendung, hörst da gerade zu. Und ja, wir haben da was aufgeschnappt, was du uns hier diese Woche präsentiert hast. Das wollen wir uns noch ganz schnell zeigen, bevor es hier zu Ronny Marcos geht, denn der hat sich schon mächtig warm gemacht, und dann geht es hier in den Fitnessbereich. Also schaut euch mal an, was die Hanna euch zu sagen, oder ich sag mal anders, zu besingen hat. Nebelschwan in Rot-Weiß, das Flutlicht strahlt, der Ball auf den Anstoß kreist. Und wieder hab ich so ein Gefühl, kann man nicht beschreiben, kann man nicht erklären. Mauern ist zwecklos, Bälle schießen durch die Nacht. Und der Geist von Biebraberg ist wieder erwacht. OFC, forever OFC. Das Feeling auf den Biebraberg gibt's nur beim OFC. Also das war die Hanna, herzlichen Dank, das war, denke ich, aller süßest, ganz klarer Fall. So, jetzt wollen wir aber gleich rüberschalten zu Dennis Bocho und Ronny Marcos, die warten schon auf uns, ganz klar. Und ich sag's nochmal, 24 Tickets braucht es noch, um die nächsten 750 voll zu machen, 3750. Und dann muss unser Geschäftsführer wieder reisen, also prompt ihm eins auf, vielleicht kriegen wir das in dieser Sendung noch hin. Jetzt schauen wir erst einmal Ronny Marcos, den sehe ich sogar schon eingeblendet. Da ist er. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hallo, grüßt euch. Ja, Mensch, siehst gut aus. Das Kickers-Trikot, das hast du schon an. Der Ton ist auch gut zu hören. Und Ronny, du hast dich ein bisschen vorbereitet. Du willst uns heute ein bisschen quälen oder ein bisschen verwöhnen? Wir machen heute einfach ein bisschen Sport, also weder noch. Für den einen ist es vielleicht ein bisschen anstrengender, für den anderen weniger, also schauen wir mal. Na gut, und jetzt müsste eigentlich auch Dennis Bocho da sein, der hat das letzte Mal wunderbar kommentiert und so ein bisschen den Sinn der ganzen Übung rübergebracht. Wo ist er? Hallo, Dennis? Hallo Lars, hallo ja, Ronny, grüßt euch. Mit ganzer Pracht. Also, dann würde ich sagen, kein längeres Vorgeplänkel mehr, jetzt wollen wir euch schwitzen sehen, zumindest den Ronny. Ronny, bist du soweit? Ich bin soweit, starten wir mal. Lars, wir haben ja die Fanvorschläge ein bisschen aufgenommen, nachdem wir das letzte Mal ja gestartet sind und gemerkt haben, dass die Übungen vielleicht doch etwas zu schwer für den einen oder anderen waren. Haben wir es ein bisschen verändert, das Konzept. Der Ronny wird uns jetzt verschiedene Übungen zeigen und vorführen, und jeder sucht sich seine Schwierigkeitsstufe und seine Anzahl selbst raus, um keinen zu überbelasten und jeder zum Mitmachen zu animieren. Ja. Also dann sage ich, so. You'll never sport alone, die Offenbarer Fitness Company. Los geht's. Gut. Wir fangen an mit der klassischen Liegestütze, der einfachen Variante. Wir gehen auf die Knie. Haben das Gewicht auf den Knie nach vorne. Genau. Und führen eine Liegestütze durch. Achten, dass wir vom Rumpf her stabil bleiben. Genau. Das wäre die einfache Variante. Danach die klassische Variante, wie wir sie kennen, auf die Zehenspitzen. Sehr gut, Ronny. Und die letzte Variante wäre noch für die ganz schwierigen. Genau, Ronny ist unser Liegestütze-Fachmann. Also wenn man ihn fragen würde, wie viel er schafft, würde er, glaube ich, sagen, alle. So, nochmal eine Liegestütze, Ronny, mit der Rotation. Das wäre die dritte Variante. So, jetzt, jeder hat jetzt seine Variante im Kopf, die er machen will, Ronny. Wir machen jetzt 30 genau. Sekunden. Alles klar. Und ich gebe das Startzeichen bereit, alle zu Hause auch, und los. Ja. Sehr gut. Auch hier, der ganze Körper bleibt stabil.
Sehr gut. Die Hälfte haben wir, 15 Sekunden. Vier, drei, zwei, eins. Sehr gut. Das war die erste Übung Liegestütze. Ich bin schon ganz aus der Puste. Wir legen uns auf den... Ja, ja, natürlich. So, auch hier wieder zwei Varianten. Die erste Variante, ein klassischer Crunch. Wir legen uns auf den Boden. Die Füße bleiben vorne auf dem Boden abgesetzt. Die Hände können vor der Brust verschränkt sein oder hinterm Kopf, je nachdem, wie man es möchte. Und wir führen den klassischen Crunch durch. Ronny, mach mal zwei, drei vor. Wir versuchen, den Rücken und den Bauchnabel Richtung Boden zu drücken und heben den Kopf und die Schulterblätter an. Das wäre die leichte Variante. Die schwierige Variante, Ronny, das Klappmesser. Führst mal gerade vor, die Hände hinter den Rücken, die Arme gestreckt, Beine gestreckt, Fußspitzen. Und wir gehen gleichzeitig parallel hoch, sodass sich Hände und Beine treffen. Das sind die zwei Varianten. Auch hier wieder, wir suchen uns eine raus. Auch von der Zeit her, 30 Sekunden ist vorgegeben. Wer es 15 Sekunden macht, macht 15 Sekunden. Hauptsache, wir machen was. So, Ronny, bereit? Bin bereit. Du machst natürlich das Klappmesser, oder? Natürlich. Du kennst das Spiel doch. Genau. Und die Zeit läuft. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Sehr gut. Das war eine Übung für den Bauch. Wir drehen uns rum, legen uns auf den Bauch und machen etwas für den Rücken. Da gibt es folgende Varianten. Einmal haben wir die Hände vor dem Oberkörper, vor dem Kopf, lassen die Füße am Boden und heben nur die Hände an. Ronny, mach mal zwei, drei. Wir heben nur die Hände, spüren ein Ziehen im unteren Rücken, in den Schulterblättern, genau. Das wäre Variante 1. Variante 2, wem es besser gefällt, die Füße. Ronny, wir bleiben vorne stabil und heben die Füße. Genau. Und wer sich zutraut und den Fitnesslevel hat, macht das beides parallel, Ronny. Arme und Füße gleichzeitig. Genau, perfekt. Das sind die drei Varianten. Jeder sucht sich wieder seine aus. Wir starten in 3 Sekunden. 3, 2, 1 und Start. Noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. So, wir richten uns auf, wir stehen auf, machen etwas für die Beine. Auch hier machen wir 3 Varianten. Variante 1 wäre der Wandsitz, Ronny. Ich sehe hinter dir, du hast einen Türrahmen. Ja, das passt. Stell dich schon. Doch mal, stell dich mal dran. Zu. Ja, siehst du. Auch hier kann man die Variante wählen. Umso tiefer wir runtergehen, bis zu einem 90-Grad-Winkel, umso schwieriger ist es zu halten. Dann stehen wir einfach mit dem Rücken an der Wand. Das wäre Variante 1. Variante 2 wäre die klassische Kniebeuge. Wir strecken die Arme vorne weg vom Körper und gehen in die Kniebeuge. Das wäre Variante 2. Und für die ganz harten, mutigen, die schon wirklich was für ihre Fitness getan haben und noch mehr tun wollen, kombinieren wir die klassische Kniebeuge mit einem Sprung, Ronny. Zeig mal bitte eine oder zwei vor. Wir gehen runter und springen explosiv in die Luft. Das wären die 3 Varianten. Wir starten wieder in 3, 2, 1 und Start. Runter und hoch. Genau, sehr gut, Ronny. Wie gesagt, selbst die Variante 1 nach einer gewissen Zeit, nach 10 Sekunden sollte man schon ein Ziehen in den Oberschenkel spüren.
Sehr gut. 5, 4, 3, 2, 1, 0. So, jetzt kommen wir zur letzten Übung für Beine und Po. Die Variante 1 ist, wir gehen wieder auf den Boden, auf die Hände. Ein Bein bleibt auf dem Boden, das andere Bein in die Luft und wir versuchen mit dem Fuß Richtung Decke zu, genau, das Bein zu heben. Pass auf den Fernseher auf da hinten. Das wäre Variante 1. Genau, Ronny, tritt den Fernseher nicht runter. Ach, nicht schlimm. Variante 1, ich gebe ein Zeichen nach 15 Sekunden, wo wir das Bein wechseln. Das wäre Variante 1. Variante 2 wäre, wir gehen nochmal hoch, Ronny, und zeigen den klassischen Ausfallschritt. Wem das besser gefällt, der kann auch diesen durchführen. Und ja, nach vorne achtet, dass das Knie nicht über die Fußspitze geht und auch nicht links, rechts über den Fuß hinausragt. Genau, hier machen wir das abwechselnd. Sehr gut. Das sind die zwei Varianten, Ronny. Welche hast du dir ausgesucht? Ich nehme den Ausfallschritt. Den Ausfallschritt, alles klar. Natürlich. Wir starten in 3 Sekunden und Start. Genau, wir gehen nach vorne. Genau, abwechselnd. 10 Sekunden, 5 Sekunden wechseln diejenigen, die Stufe 1 machen, das Bein. Und zwar jetzt wird das Bein gewechselt bei Stufe 1. Fünf Sekunden, Ronny. 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Das war die erste Runde, ja. Lars. Jetzt geben wir dem Ronny mal 2-3 Minuten Pause und den Leuten zu Hause. Und du kannst ihn, glaube ich, Gut. Wenn er schon sprechen kann wieder, dann... Ich bin noch da, Lars. So, ich glaube, jetzt bist du schon zumindest auf Betriebstemperatur, oder? Ja, das definitiv. Ja. Wo haben wir dich jetzt hier abgepasst? Du kommst ja aus dem Norden, spielst in Offenbach und jetzt bist du in? Ich bin in Nürnberg, aber meiner Freundin. Ah ja, und die macht sozusagen... Ah ja, vielleicht auch die rosa Jacke im Hintergrund. Ah ja, und die macht hinter der Kamera sozusagen mit. Ja genau, die ist im Ankleidezimmer und macht da mit. Also du kannst sie ruhig auch bitten, ins Bild zu kommen, ist kein Problem. Das kriegen wir auch noch. Ich glaube, da ist sie... Nee, brauchst du nicht, sagst du. Brauchst du nicht, okay, alles klar. Jedenfalls herzliche Grüße und vielen Dank, dass das möglich ist bei euch. Das freut uns schon sehr. Gebe ich weiter. Also wir sind jetzt schon total fix und fertig, aber du hast noch eine Zugabe, oder was? Ich habe mal eine Runde. Ich hoffe, ihr, dass da ordentlich mitgemacht wird. Naja, gut, dann wären wir soweit, oder? Ja. Ja, dann wären wir soweit. Dann würde ich sagen, starten wir mit Runde 2. Wir erinnern nochmal an die 3 Liegestützen-Varianten auf die Knie-Variante 1. Klassische Liegestütze Stufe 2. Und Stufe 3 wäre, was Ronny bestimmt wieder macht, die Rotation 1, 2 und 3. Genau. Ronny, bist du bereit? Und die Leute zu Hause in 4 Sekunden. 2, 1 und Start. Sehr gut. Die Hälfte haben wir. Vier Sekunden. 3, 2, 1. Sehr gut. Wir bleiben auf dem Boden. Drehen uns gerade rum, legen uns auf den Rücken. Ronny, ganz kurz nochmal Stufe 1, der klassische Crunch. Stufe 1. Ja. Genau, Stufe 1 wäre genau den Kopf und die Schulterblätter heben und senken. Stufe 2 wäre das Klappmesser, Hände hinter den Kopf, Beine gestreckt und wir treffen uns in der Mitte. Genau, Stufe 1 und 2. Wir starten in 4, 3, 2, 1 und Start. Sehr gut. Das sieht bei ihm noch eleganter aus als bei mir, du, muss ich sagen. Noch eleganter. Ja, man muss auch dazu sagen, Ronny ist schon einer der fittesten, den wir in der Mannschaft haben. Also ja. Das ist schon eine hohe Messlatte. Hast du mal süß gesagt, Dennis? 4, 3, 2, 1. Ja. Was sagst du, Ronny? Ich sag, das hast du aber süß gesagt. Ja. So, Variante 3 wäre der Rücken.
Wir haben wieder die Variante Arme heben, Beine heben oder beides gleichzeitig. Conny, mach mal gerade jeweils eine vor. Arme. Das sind die Arme. Das sind die Arme. Die Beine. Beine. Genau. Und parallel. Sehr gut. Wir starten wieder in 3, 2, 1 und los. Die Hälfte haben wir. 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. So, vorletzte Übung. Wir kommen wieder zu den Beinen. Langsam hoch. Genau. Nochmal die Wand, Ronny. Einmal den Wandsitz. Praktisch mit dem Rücken an die Wand stellen. Langsam nach unten gehen. Je nach Stärke die Beine 90 Grad parallel. Genau, das wäre Stufe 1. Stufe 2 wäre Squat. Die Kniebeuge. Genau, ganz normale Kniebeuge. Sehr gut. Stufe 3, das Ganze kombiniert mit einem Sprung. Nach dem Runtergehen explosiv in die Luft. Genau. So, wir starten wieder in 3, 2, 1. Und ja, Ronny. Sehr gut. Vielleicht wird es doch noch was mit dem ersten Kopfballtor von Ronny in dieser Saison. Sieht so aus. Oder? Ja, sieht so aus. Also, wir tun alles dafür. Bist aus dem Bild raus, du. Ja, bist ja. Aus dem Bild raus, ja. Das Kopfballungeheuer. Ja, wobei mit der Frisur, ihr wart, glaube ich, lange nicht mehr beim Friseur. Die haben alle zu. 10 Zentimeter mindestens gewachsen. Und ja, wir haben es, Ronny. Ja, juhu. Vielen Dank, Mensch. Das war sensationell. Letzte Stufe haben wir noch. Lars, noch eine haben wir. Eine haben wir. Den Boden beide zu. Letzte Stufe, Ronny. Nochmal kurz vormachen. Auf den Boden. Ach, stimmt, Hände auf die Hände. Genau. Ein Bein auf dem Boden, das andere in die Luft. Und die Fußspitze, die Fußsohle anheben. Nach 15 Sekunden wechseln. Wäre der Ausfallschritt. Genau, nach vorne. Genau, das ist Stufe 2. Ich glaube, wir machen bei dir jetzt mal Stufe 1, Ronny, dass du auch was für den Po tust, oder? Vorhin hast du Stufe 2 gemacht. Jetzt machst du Stufe 1. Okay. So, wir starten in 3 Sekunden. Und los. Genau, wir heben das Bein. Bleiben stabil im Rücken, im Oberkörper. Kopf parallel zur Wirbelsäule, genau. Wir wechseln das Bein, Ronny. Und haben noch 10 Sekunden. Sehr gut. 5, 4, 3, 2, 1 und ja. So, ja, Lars. Wow, phänomenal. Das war ganz, ganz toll. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden, dem Ronny ganz besonders. Der ist jetzt bestimmt richtig außer Puste. Ach, sehr, sehr gerne. Und ja, dann würde ich sagen, euch herzlichen Dank und noch einen ganz, ganz tollen Samstag. Und dann sehen und hören wir uns wieder am kommenden Samstag. Ne? Danke, Dennis Bocho. Danke, Ronny Markus. Ja, gleichfalls. Danke, Lars. So, und die Sendung ist aber noch nicht zu Ende. Ich habe noch hier ganz tolle, wichtige Informationen für euch und die will ich gerne auch weitergeben. Dass der OFC-Fan an sich besonders schlau ist, das ist ja bekannt, aber es gibt immer ein paar ganz, ganz findige Kickersnasen. Naja, und einer, so ein richtiger Fuchs, das ist Manuel Hualde. Ihr kennt ihn, das ist der Erfinder der Kickersbrille und der Betreiber des sogenannten Seeshops und meinbrillenglas.de ist auch seine Website. Naja, und ihr habt das bestimmt schon gesehen. Die Kickers-Brillen, die sind richtig geil. Ich habe selbst auch so eine. Kann man die Bügel austauschen, mal in weiß, mal in rot. Dann hat er die Sonnenbrille erfunden. Naja, und dann kam der Seeshop und so weiter und so fort. Ja, und mit Krisen kennt sich der OFC-Fan ja aus, ne? Und so machte Manu einfach mal aus der Not eine Tugend. Ja, und während alles jammert, dass die Shops, ja, die Optiker, die Geschäfte zu sind, ja, da fiel dem Manu was anderes ein.
Und er ging in die Offensive mit seinem Seeshop und meinbrillenglas.de. Schließt er nämlich die Lücke für alle OFC-Fans und das ist sensationell. Er hat gesagt, es geht darum, immer das richtige Blatt zur richtigen Zeit zu haben. Und ja, seht ihr es, das richtige Blatt, das hat er da schon in der Hand. Nämlich es gibt ein Skatspiel und es gibt ja genügend Blatt Klopapier zu einer aktuellen Bestellung dazu. Und so rennen sie ihm die Bude ein, Brillengläser und so weiter, alles was in tollen Seeshop eben so zu beziehen gibt und bei meinbrillenglas.de. Ja, da gibt es eben, wie gesagt, die Rolle Klopapier und das Skatspiel. Und wer ganz schlau ist, schreibe einfach dazu, nur der OFC, dann gibt es auch den brandfrisch gedruckten Erwin noch dazu. Also, die haben ja kaum eine Verkaufschance gehabt. Ihr habt kaum eine Chance gehabt, an den Erwin zu kommen, aber Manu macht's möglich. Insofern, ja, tolle, tolle Geschichte. Und damit ist er hier richtig in die Offensive gegangen und das muss man sich mal anschauen bei Seeshop oder meinbrillenglas.de. Und das zeigt einfach nur, das OFC-Virus, das ist einfach stärker als das Coronavirus. So, und ja, jetzt vom etwas spaßigen Manu zu etwas ganz, ganz Traurigem. Ihr habt das wahrscheinlich schon mitbekommen. Ja, so nah liegt Freud und Leid beieinander. Oma Mager, unser aller Oma Mager, ist von uns gegangen am vergangenen Donnerstag. Ich habe es 10 Minuten später erfahren und dann auch gleich auf die Website gestellt und Facebook. Da gab es ja Unmengen an ja weinende Smileys und auch Beileidsbekundungen. Also das war ganz, ganz tragisch. Das ist ein ganz sympathischer Mensch gewesen, die Kickers-Oma. Ist ja gerade erst 100 Jahre geworden und zum 100. Geburtstag, da war ich bei ihr. Und das sah dann so aus. Ich wünsche Ihnen schon... Ups, jetzt gibt's ein kleines technisches Problem. Okay, ihr könnt das nochmal reinschauen. Das haben wir ja auch bei uns in der Mediathek sozusagen, also auf unserem YouTube-Kanal. Da könnt ihr es euch nochmal anschauen, also wie der 100. Geburtstag abgelaufen ist. Da habe ich ihr ja das Trikot geschenkt mit der 100 hinten drauf. Letztes Jahr hat sie schon die 99 bekommen. Und da hat man so ein bisschen gesehen, die ist ja so richtige Kickers-Vertreterin dort im Domizil gewesen. Und die hat sich dann auch mal mit den Hühnern da von der anderen Mainseite so richtig angelegt. Also eine richtig tolle Frau. Also im Gedenken an Mager wollten wir das einfach hier nochmal zum Besten geben. Ja, und ich schaue nochmal 250 Geistertickets, also 3750 wollen wir heute haben. Bis jetzt habe ich noch keinen Gewinner gesehen. Das werden wir dann nachholen müssen. Und weil wir jetzt zum Abschluss der Sendung kommen, will ich nochmal allen Ärzten und Pflegern danken, aber auch den Verkäuferinnen an den Kassen, den Taxifahrern, alle die, die den Betrieb momentan aufrechterhalten. Und unsere Fanszene Offenbach, die hat das eindrucksvoll gemacht, sehr, sehr eindrucksvoll. Schaut euch das mal an, hier links seht ihr es eingeblendet. Danke für euren Einsatz für Offenbach und uns alle, Fanszene Offenbach. Und das Schild hier hing an der Notaufnahme im Sana-Klinikum. Also die haben ganz, ganz früh erkannt, was jetzt hier zu tun ist. Und das zollt uns allen großen Respekt ab. Das ist wirklich eine tolle Geschichte gewesen, der Fanszene Offenbach. Ja, und jetzt ganz zum Abschluss will ich auch noch was Tolles zeigen. Wie zum Beispiel die OFC Girlies, also die Mädchenmannschaft, mit der Situation umgehen. Und da seht ihr es. Macht's wie wir und bleibt zu Hause. Zusammen schaffen wir's. Eure Girlie Kickers, nur der OFC. Und das ist ein herrliches Schlusswort. Und damit sind wir jetzt gleich hier am Ende angekommen. Mir bleibt der Verweis auf nächsten Samstag. Dann, wenn die Kickers Pünktchen, Pünktchen spielt, nicht spielt, wie auch immer, dann sind wir wieder für euch da. Dann wird wieder Gymnastik gemacht. Und dabei wird sein der Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke. Den schalten wir diesmal dann auch zu. Bis dahin verbleibe ich mit rot-weißen Grüßen. Macht das Beste aus dem sonnigen Samstag. Ciao, ciao.